Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute geht es um den Titel in Liga 1. Es kann nicht klarer sein. Wir haben das letzte Spiel verbleiben, wir brauchen noch einen Punkt, um auch den Titel zu holen. Was bedeutet das eigentlich konkret? Es bedeutet 2600 Münzen mehr. Es gibt Wichtigeres, aber dennoch geht es natürlich auch um die Symbolik. Und von daher sollten wir jetzt hier schon einen Unentschieden klar machen. Wir können mit dem Team hier spielen. Ja, das sieht von der Fitness gut aus. Da müssen wir noch ein paar Vertragskarten rausknallen bei Marquisio und auch bei... Falsche Richtung. Chiellini. Dann können wir loslegen. Suchen uns den Gegner. Ja, und es ist ganz klar, ein Punkt muss her. Von daher volle Fokussierung. Mir geht es eigentlich, wie gesagt, mehr um die Symbolik, einfach um den Titel zu holen, anstatt diese 2600 Münzen mehr. Aber wir haben auch nichts zu verlieren. Das muss man auch einfach so ein bisschen vielleicht vom Mindset her sich bewusst machen. Ansonsten ist man nachher vielleicht zu unter Druck, zu angespannt. Das führt dann manchmal zum Beispiel auch bei mir dazu, dass ich dann übermotiviert, zu unter Druck, zu angespannt bin. Und das habe ich ja eben gerade auch irgendwo gesagt. Und dann ist mein Commentary manchmal auch darunter leidend. Der Gegner mit einem Serie A-Team, komplett durchgezogen. Gute Spieler, keine überragenden Spieler, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Hat mit Clichy und Maicon irgendwie zwei Außenverteidiger. Beide lange Zeit, nee, nicht lange Zeit, aber zumindest Clichy lange, nee, nicht. Was erzähle ich gerade? Ich wollte ehrlich erzählen, dass beide in der Barclays Premier League gespielt haben und beide irgendwo auch in den letzten Jahren in dem internationalen Fußball immer so mit oder zu den besten Außenverteidigern gezählt haben. Das ist bei ihnen auch durchs Alter natürlich immer weniger geworden, aber ich denke, beide immer noch recht solide. Haben aber typischerweise, wie es häufig bei EA ist, wenn Spieler älter werden, bedeutend an Tempo verloren. So, Cáceres mit der Ballroll und den spielt er mir voll in den Fuß. Jetzt können wir in die Spitze spielen auf Dumbia. Oh, das ist leichtes Stören von hinten. Kein Foul. Schade eigentlich. Candreva kommt jetzt vielleicht dabei in die Spitze. Macht den Spin-Move und nimmt mich hinein. Danke. Jetzt können wir. Oh, da ist jetzt Dumbia voll am Durchstarten. Der Ball nur leider viel zu lang. Oh Mann, Dumbia war so unglaublich frei, dass es echt bitter ist, dass der Ball einfach viel zu lang ist. Gegner sehr tricky. Boah, das war ganz schön knapp. Oh, da kommt er nicht ran. Kommt er doch ran? Uiuiui, da ist sich der Torhüter aber ganz schön uneinig. Ich weiß nicht, was er da hat, ob er da eine Fehleingabe gemacht hat, was den Torhüter rausholen betrifft. Aber das war ganz schön knapp. Ich bin da ganz knapp vor Danovic rangekommen. Und war jetzt auch fast der Meinung, dass eigentlich auch Abschluss hätte sein können. Der Gegner macht immer so kleine Moves, die ich ziemlich unnötig finde. Aber ich mache sie ja auch ab und zu. Boah, Cáceres ist schon wieder sehr nah dran, vielleicht einen Foul rauszuholen. Oder habe ich schön abwarten können. Und jetzt, ja, ach ja, nee, Dumbia fängt hier die Pässe ab mit der Hacke. Aber der Gegner, der muss, merkt man direkt, der ist auf Zack. Der reagiert schnell, der macht Sachen, der probiert Sachen, der ist mutig, macht da immer wieder auch dann kleine Tricks und Moves und das kann dann auch mal vielleicht in manchen Momenten mich sehr überraschen. Also da bin ich auf jeden Fall auf der Hut, dass das eine gewisse Gefahr birgt. Oh, shit. Aber könnte ich vielleicht kontrollieren. Ja, ich habe zumindest den Ball noch. So, ruhig legen und jetzt ablegen. Schusstäuschung. Dumbia ist durch. Außenriss und Andanovic hält den Ball gut, kann ihn ableiten zur Ecke. Mal sauber durchgekommen diesmal. Zum ersten Mal eigentlich auch. So. Kopfbälle, Ecken. In FIFA 15. Was ist los mit dem Tosic? Ja, sind wir abseits. Ich wollte gar nicht auf Tosic spielen, ich wollte auf Dumbia spielen, der bedeutend besser stand. Schön zentral vom Tor. Oh. Oh, fuck! Schade. Ich habe gedacht, wenn ich ihn jetzt direkt lupfe, könnte es sein, dass es einfach der Töter nicht mehr reinkommt, aber ich habe ihn leider nicht lang genug gespielt.
Das war natürlich unglaublich gefährlich gewesen. Da ist er vielleicht. Da ist er vielleicht. Schade. Sandro jetzt mal mit dem Schuss blockiert. Das dauert zu lange. Ich hoffe, der ist nicht mehr abseits hier, der Torsic. Ja, er ist im Abseits. Ach, fuck. Ich hätte eben länger laufen müssen. Das hätte sein können. Der Gegner macht aber auch fahrlässiger Sachen. Also das war jetzt eben gerade schon einmal mit Torhüter passiert. Jetzt eben auch, hätte ich mich da richtig hingestellt, dann hätte ich den Ball bekommen und hätte wieder so eine ähnliche Situation gehabt wie davor. Jetzt rum, ja. Scheiße. Er bleibt leider... Oh, den habe ich. Dumbia und jetzt der Dosic, der macht ihn, der bekommt ihn vor die Füße. Da hier die Schusstäuschung, danach wurde es blockiert und dann habe ich natürlich super Glück, dass Dosic genau richtig steht, kriegt den vor die Füße geprallt und kann ihn dann reinschießen. Manchmal wird er vielleicht auch da scheitern, weil der Torhüter noch gar nicht mehr so schlecht steht. Na, sehr gut gespielt von Tosic. Jetzt durchspielen. Ja. Komm, nochmal lupfen. Oh! Nochmal ein Versuch und Handanovic muss da wieder ziemlich spektakulär sich durch die Gegend schmeißen. Handanovic auch schon mit 5 Paraden auf der Gegenseite. Meiner glücklicherweise noch mit 0. So gefällt mir das. Also, manchmal gibt es natürlich auch Situationen, wo man 3-0 hinten liegt. Da geht mein Torhüter immer noch keine Parade gemacht. Dann wird es mir nicht ganz so gut gefallen. Aber in dieser Situation finde ich das gut so. Weil der Gegner bis jetzt noch nicht so durchgekommen ist. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Ball in die Spitze. Ich dribbel in diesem Spiel irgendwie ziemlich kacke. Finden sich meine Spieler wieder gegenseitig. Das ist großartig. Wenn jetzt wieder ein Tor fällt, dann werdet ihr mich wieder weinen hören. Weil einfach, wie es dazu kommt, dass er da überhaupt auf den Außen den Ball hat. So unnötig. Shit. Habe ich mal 1 gegen 1 verkackt, da war mehr drin. Ja, das meine ich ja. Die Ballrolle, die kann auch manchmal gut zünden. So, das war ein bisschen knapp. Das ist nicht gut, was ich da. Oh, jetzt gehe ich aber volles Risiko und jetzt wird es natürlich richtig bitter. So, da habe ich darauf spekuliert, dass er da eigentlich stehen bleiben wird und probiert in die Mitte zu ziehen oder abzuspielen. Jetzt zieht er einfach außen durch, das ist natürlich dann auch kein guter Abschlusswinkel. Sehr nice, Konko. Kann man den einmal rumlegen? Ja, kriegt den auch. Mal abbrechen. Der Gegner verteidigt, finde ich immer ganz gut. Geht immer ganz gut auf meinen Ball für den Spieler drauf, wenn ich annehme. Die Bälle. So, jetzt Schürrle. Hat ein bisschen Tempo und Platz. Und Casares ist ein guter Innenverteidiger. Das habe ich ja früher auch immer sehr gerne gespielt. Knapp. Das ist faul. Oh, jetzt kann er durchspielen. Aber ein Verteidiger steht da. Kein guter Abwurf, den mag ich nicht. Den mache ich auch normalerweise nicht. Double Step. Um Gegner vorbeizukommen. So, jetzt Schürrle. Können wir vielleicht legen. Oh, da sind so viele Leute hier. Machen wir vielleicht noch einen Doppelpass. Ja. Kein Abseits, denke ich. Können wir auf Dumbia wieder kurz spielen, aber da stimmt irgendwie der Laufweg nicht. Jetzt mit Kandreva das Tempo stark anziehen. Oh, da tackle ich ins Leere. Jetzt habe ich ihn. Und jetzt rein, nice. Rum, oh, da habe ich vorher nicht abgeschlossen. Aber den habe ich vielleicht wieder. Oh, was für ein Abwurf, mein lieber Freund. Da hatte ich gedacht, er holt konsequent den Torhüter raus. Hat er angetäuscht, hat er gut gemacht. Und ich habe mich dann verleiten lassen, den Torabschluss frühzeitig mit dem Schlenzer einzuleiten. Dadurch habe ich da jetzt wirklich sehr doof die Chance vergeben. Ich hätte vielleicht auch wieder lupfen können. Also der Gegner holt immer sehr früh den Torhüter raus. Wenn er das zu lange macht oder er täuscht es halt probiert, also anzutäuschen, und wenn er das sehr früh macht, dann wenn man direkt luft, kann das Probleme bedeuten. In solchen Momenten wollen wir vielleicht auch darauf achten, ob es eine Möglichkeit ist. Es sieht gut aus momentan mit der 1-0-Führung, dass wir es schaffen können mit dem Titel.
Müssen natürlich weiter dranbleiben. Shit. Aber den habe ich rausspielen können in der zweiten Reihe. Chiellini sehr offensiv. Keine Ahnung, was los ist, mein lieber Freund. Und jetzt Tosic bleibt stehen. Sehr stark. Können wir durchlegen? Mm, ja. Und jetzt auf Dumbia, ja, aber leider irgendwie die Passwinkel dann komplett nicht da, weil die Gegner im Weg stehen. Gegner macht Pause. Durchatmen oder Umstellung. Wechseln, je nachdem. Ich weiß es nicht, was mich erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss auf jeden Fall auch aufpassen, dass jetzt in dieser Situation beim Konter des Gegners ich jetzt rechtzeitig reagiere und die Spieler zurückziehe und keine Lücken reiße. Die Zeit läuft ab. Mal sehen, wie es weitergeht. Rausköpfen. Ja. Langer Ball auf Dumbi, ja, aber Mekon läuft da gut mit. Ach, shit. Ich habe gehofft, die sind ein bisschen zügig da auf den Flügeln, aber habe ich dann auch einfach zu früh gespielt. Uiuiui. Nochmal wieder nach außen. Oh. Jetzt wird es ein bisschen Harakiri, was er da spielt. Jetzt rum. Kein Abseits, sehr schön. Tosic! Oh, es dauert dann zu lange. Den kann ich nach vorne köpfen? Ne, ich krieg den Spieler nicht. Och nein, er tackelt ins Leere und er bestrotzt ihm irgendwie den Ball, weil dann mein Spieler den Ball dann reinläuft ins Tackle. Hatte ich eigentlich. Jetzt pfeift er noch das Foul. Bitter, da war eben auf jeden Fall auch wieder die Situation, um den 2:0 Führungstreffer zu erzielen. Als ich mit Tosic fast durch war. Und irgendwie ist er noch rangekommen. Also das ist fahrlässig. Ich weiß nicht, warum der Gegner das macht. Jedes Mal begibt er sich damit unnötig in Gefahr und das lässt sich so leicht abstellen. Und dann spielt er halt einfach besser, wenn er das nicht macht. Weil er einfach viel seltener in irgendwelche problematischen Situationen kommt. Komm schon, Tosic, den macht er! Nein! Er setzt auch den am Tor vorbei. Oh, das Tor war frei. Der Gegenspieler zwar noch im Weg, aber dennoch natürlich eine riesen Chance gerade, weil ich den Torhüter ausgespielt habe. Schön von Schürrle. Oh, kriegt den aber doch. Jetzt im Tackle dann zumindest mal den Ball kontrollieren und ins Ausspielen. Ja, auch hier wieder dieses Voreilige. Das ist so eine kleine Schwäche, würde ich jetzt einfach mal sagen, vom Gegner. Er macht unglaublich viel sehr hektisch, wo ihm dann die Geduld fehlt. Oder ich weiß nicht ganz genau, warum er es dann so hektisch macht. Er könnte es ruhiger machen, dann würde er deutlich sicherer im Aufbauspiel sein. Viel, viel mehr Ballbesitz haben, viel weniger gute Gelegenheiten für den Gegner entstehen lassen. Und das sind sehr, sehr einfache Sachen, die man durch sehr einfache Sachen auch abstellen kann. Und jetzt auf Dumbia. Mm, nice. Den lupfen wir jetzt auch mal wieder. Come on. Diesmal. Ach, shit. Was haben denn wir in dieser Folge die Luftwaffe getan? Ich glaube, es liegt wirklich, wie gesagt, auch ein bisschen stark an der Spielweise des Gegners und mit seinem Torhüter. Tosic noch den Ball rausgespielt. Zumindest hat das verhindert, dass El Sharawi durchlaufen kann. Oh oh. Och, das ist. Überhektisch köpft er den Ball raus, anstatt einfach so den Ball rauszukloppen mit seinem Fuß. Schürrle, täusch es doch nicht an, sondern lauf weiter.
Schön von Dumbia. Geiler Einsatz. Du musst das. Das ist so frustrierend. Da steht ein Stürmer, ne? Also stehen zwei Stürmer vor ihm. Ich drücke extra ein bisschen länger, damit auch sicher geht, dass er nach da vorne reinkommt. Und er spielt auf den, der im Abseits steht, anstatt auf dem, der schön kurz steht und ihn annehmen kann. Ohne Probleme. Mir gelingt einfach das entscheidende 2:0 nicht. Ich komme häufiger gefährlich vors Tor, aber ich mache ihn nicht. Das sind aber auch nicht die hundertprozentigen Chancen. Und das kann sich noch rächen. Es ist noch nichts durch hier. Er braucht nur zwei Treffer zu machen und in 5 Minuten ist das immer wieder möglich. Unter Kurz. Kandreva mit dem Heelchop. Uiuiui, das zum Beispiel ist eine Situation, wo der Torhüter nichts machen kann. Und jetzt mal vielleicht hier rum. Zack. Sehr nice. Dazu haben wir auch einen Quick-Tipp, wie solche Pässe gespielt werden können oder wann man die spielen kann. Komm, du mir! Dann mach dann! Das ist es doch! Das 2:0, das ist die Entscheidung, dass es dann auch heute für den Titel klappt. Ich glaube, da brennt nämlich nicht mehr ganz so viel an. Jetzt müsste er nämlich 3 Treffer machen und es ist weniger Zeit als vorher. Oh, wenn ich jetzt nicht total versage, aber die Ballrollen, die sind manchmal ganz interessant, muss ich sagen, so auf engen, kurzen Raum. Können für Verwirrung stiften. Oben lang, ich hoffe, der ist im Abseits, ja, also ich hoffe es nicht, aber er ist im Abseits. Aber entscheidend war natürlich eben für das 2:0 der Pass auf Dumbia und dafür einfach mal bei unseren Quicktips reinschauen, da habe ich nämlich genau dazu was gemacht. Man hat sehr schön gesehen, ich konnte den Pass auf Dumbia spielen und der Verteidiger, der Innenverteidiger, war immer noch irgendwie nach am vorne laufen und hat dadurch dann natürlich wichtige Meter verloren, um Dumbia daran zu hindern, durchzulaufen. Also wer das noch nicht gesehen hat, der kann da mal gerne reinschauen. Es sind, denke ich, sehr einfache, schöne, anwendbare Tricks, die nicht in jedem Spiel, aber wenn sie anwendbar sind, dann auf jeden Fall sehr weiterhelfen können, wie man jetzt hier gesehen hat. So, einfach kurz hier raus. Gegner wird, oder der Schiedsrichter wird abpfeifen, denke ich, bald. Vielleicht machen wir noch ein 3:0, wenn es jetzt gut läuft. Der Schiedsrichter pfeift ab und dann sehen wir es auch gleich. Schön bestätigt, grün auf grau oder irgendwie sowas, dass wir den Titel in Liga 2 geholt haben. Wenn wir hier weiter rauskommen ins Menü. De Rossi niedergeschlagen, kann es kaum glauben. Aber ich glaube, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Recht wenig vom Gegner gefährlich aufs Tor gekommen. Sehen wir vielleicht auch nochmal gleich an den Statistiken. Ja, sehr viele Münzen natürlich auch für den Titel. Ja, also von den Schüssen her eine klare Dominanz. Und hier sieht man es dann nochmal, was es bedeutet in den Punkten. 23 Punkte, 7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage in dieser Saison. Das hat gereicht für den Titel. 13.000 Münzen gab es dafür. Und jetzt geht es in die Liga 1. Und da wird es natürlich nicht einfacher. Zumindest ist das die Vorausahnung oder die Einschätzung momentan von mir und das macht ja durchaus Sinn, dass in Liga 1 schwerere Gegner nochmal warten. Das wird sich zeigen. Mal schauen. Also wir haben ja fast auch schon mal in Liga 2 sind wir fast abgestiegen und dann hat es jetzt glücklicherweise auch dann für den Titel gereicht. Wir werden sehen, wie es sich jetzt in Liga 1 gestaltet, ob es einen hohen qualitativen Sprung geben wird, ob es ähnlich zu Liga 2 sein wird. Es wird auf jeden Fall spannend und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir in Liga 1 durchstarten. Wahrscheinlich ist vielleicht auch das Team of the Year draußen. Mal gucken, ob wir da vielleicht auch Packs aufmachen, ob wir neue Teams bauen. Je nachdem, ich will es auf jeden Fall noch abwarten, bevor das Team rauskommt, bevor ich ein neues Team baue. Ich denke, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Das war's für heute. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Auch nicht schlecht von Ihnen. Was ist denn hier los? Ja! Ist klar!